Willkommen zum Mastery-Teil des Lernzyklus Volumen zusammengesetzter Körper. Schön, dass du es bis hierher geschafft hast und du noch immer mehr lernen möchtest. Wir begeben uns an Orte, die dir sicher nicht unbekannt sind. Du wirst merken, dass man zusammengesetzte Körper und deren Volumen einfach überall finden kann. In den Mastery-Videos wirst du die Berechnung des Volumens zusammengesetzter Körper perfektionieren. Du wirst verstehen, dass sich Volumen von Teilkörpern nicht nur addieren, sondern auch subtrahieren lassen. Weiters wirst du ein Gespür dafür entwickeln, wie man Umkehraufgaben für zusammengesetzte Körper löst. Versetze dich doch noch einmal zurück in die Aufgaben, die wir bisher behandelt haben: die Eisskulptur, den Container, die Skateboardrampe und die Torte. Du hast schon eine Menge Arbeit hinter dir und viele Informationen gesammelt. Die Fertigkeiten und das Wissen, die du dabei hoffentlich abgespeichert hast, kannst du in der folgenden Aufgabe gut brauchen. Also dann, nichts wie ab in den Urlaub. Endlich sind Ferien. Am Strand baust du eine Sandburg. Wie viel Sand benötigst du für dein Bauwerk? Wie viel Liter Sand hast du insgesamt verbaut? Als Profi weißt du schon, was der allererste Schritt ist, bevor wir überhaupt weiterdenken. Wir blenden die Umgebung aus und konzentrieren uns nur auf die Sandburg, den zusammengesetzten Körper. Überlege, in welche Teilkörper du die Sandburg zerteilen kannst, um deren Volumen zu berechnen. Möglicherweise stößt du hierbei zum ersten Mal auf ein neues Problem, dem du vorher noch nicht begegnet bist. In welche Körper zerteilst du die Sandburg? Stoppe das Video. Hast du eine Möglichkeit gefunden? Schauen wir uns das gemeinsam an. Der zusammengesetzte Körper besteht aus zwei Quadern, auf die jeweils eine Pyramide draufgesetzt ist. Die Mauer in der Mitte besteht aus einem dritten Quader. Nicht ganz, denn da ist ja noch das Tor, das du gegraben hast. Du erhältst das Gesamtvolumen der Sandburg, indem du die Teilvolumen der zwei Pyramiden und der drei Quader addierst. Zuletzt musst du das Volumen, welches das Loch in der Mauer einnimmt, davon abziehen. Ist doch logisch, oder? Jetzt bist du an der Reihe. Schnapp dir Zettel und Stift und berechne das gesuchte Volumen der Sandburg in Liter, wenn folgende Längenangaben bekannt sind. Pausiere dazu das Video und klicke erst auf Weiter, wenn du entweder fertig bist oder einen Tipp für den nächsten Schritt benötigst. Bist du auf ein Ergebnis gekommen? Lass uns dieses überprüfen. Beginnen wir mit der Pyramide. Ihre Grundfläche ist ein Quadrat mit Seitenlänge a gleich 2 Dezimeter und die Höhe h beträgt auch 2 Dezimeter. Das Volumen einer Pyramide mit einer quadratischen Grundfläche hast du sicher gewusst, nämlich a Quadrat mal der Pyramidenhöhe h und dann durch 3. Setze dann die Werte für die Seitenlänge und Höhe in die Formel für das Volumen ein und du erhältst dafür, gerundet auf 3 Nachkommastellen, V1 gleich 2,667 Kubikdezimeter. Dieses Volumen besitzt auch die Pyramide auf der anderen Seite der Burg. Der Quader, auf dem die Pyramide steht, ist 2 Dezimeter lang und 2 Dezimeter breit. Von der Gesamthöhe der Sandburg, nämlich 5 Dezimeter, ziehst du die Höhe der Pyramide ab, nämlich 2 Dezimeter. Dann bleiben 3 Dezimeter als Höhe für den Quader. Diese Maße setzt du nun in die Volumenformel des Quaders ein. Das Volumen V2 des Turms ist daher 12 Kubikdezimeter. Der Turm auf der anderen Seite der Burg hat das gleiche Volumen. Nun zum dritten Teilkörper, dem Quader, der die Mauer bildet. Er ist 4 Dezimeter lang, 2 Dezimeter breit und 2 Dezimeter hoch.
Das ergibt ein Volumen V3 von 16 Kubikdezimeter. Nun fehlt uns noch das Volumen des Loches, also des Tores, welches wir ja später abziehen wollen. Wie du erkennen kannst, hat die Durchlassung für das Tor die Form eines halben Drehzylinders. Der Durchmesser ist circa die Hälfte der Länge dieses Quaders, also 2 Dezimeter. So hat der Drehzylinder den Radius R gleich 1 Dezimeter und eine Höhe von H gleich 2 Dezimeter. Die Formel für das Volumen des Drehzylinders lautet Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche des Drehzylinders ist ein Kreis. Daher verwende ich jetzt die Formel für einen ganzen Drehzylinder. Weil ich aber nur einen halben Drehzylinder habe, dividiere ich durch 2. So, nun die richtigen Angaben eingesetzt, nämlich 1 Quadrat mal Pi für die Grundfläche mal 2 der Höhe und das Ganze in Klammer und dividiert durch 2. Das Volumen V4 beträgt gerundet 3,142 Kubikdezimeter. Jetzt hast du alle Werte, um das Gesamtvolumen deiner Sandburg zu berechnen. Du brauchst zweimal das Volumen V1 der Pyramide, addierst dazu zweimal das Volumen V2 des äußeren Quaders, also der Türme, und das Volumen V3 des inneren Quaders. Zuletzt subtrahierst du davon das Volumen V4 des halben Drehzylinders, des Tores. Das Bauwerk, unsere wunderschöne Sandburg, hat also ein Gesamtvolumen von etwa 42,192 Kubikdezimeter. Ungefähr nur deswegen, weil wir in den Zwischenschritten teilweise gerundet haben. Nachdem die Frage war, wie viel Liter Sand benötigt werden, musst du jetzt noch überlegen, wie du zu dieser Antwort kommst. Stoppe dazu das Video. Du weißt ja, ein Kubikdezimeter ist 1 Liter. Daher hast du rund 42 Liter Sand verbaut. Super! Und schon ist die Aufgabe gelöst. Im nächsten Urlaub wird sich so mancher Badegast sicherlich wundern, wenn du am Strand das Volumen deiner Sandburg berechnest. Denke in Zukunft also immer daran, du kannst dir das Volumen von komplizierteren Objekten berechnen, indem du die Volumen der Teilkörper nicht nur addierst, sondern gegebenenfalls auch subtrahierst. Folge mir doch ins nächste und allerletzte Video von diesem Lernzyklus, bei dem es noch einmal tierisch zugehen wird. Bis gleich!